Afrika. Die Sehnsucht nach solchen Landschaften war der Antrieb für uns, ins große Abenteuer aufzubrechen. Wir sind Yvonne und René und seit Anfang 21 unterwegs, um eben diese Sehnsüchte endlich zu stillen. Begleitet uns dabei, diesen fantastischen Kontinent zu erkunden und versäumt durch das Abonnieren des Kanals keines unserer kleinen und großen Abenteuer. Viel Spaß dabei! Bei 2, 1, Feuer frei. Ich habe mich festgefahren. Ende mal, was gibt denn das jetzt? Du hast doch so einen Spaß hier. Der hört gerade ein bisschen auf. Neuer Tag, neues Abenteuer. Heute Morgen wurden wir erstmal von der Polizei aus dem Bett geholt. Aber wie immer nur die üblichen Fragen, wo kommen wir her, wo wollen wir hin, wer sind wir? Und die werden ja immer damit beantwortet, dass wir brave Menschen sind und von Norden kommen und nach Süden fahren. Los geht's! Und hier ein kleiner Einblick in unsere Route der heutigen Folge. Wir starten am Ausgang unseres Rhino-Abenteuers vom letzten Mal und ziehen mit leichten Umwegen grob in Richtung Süd-Südost. Mädchen? Wenn Gegenverkehr kommt? Ja. Weil ich keine Lust habe, der Gegenverkehr schnickt einen Stein in die Höhe, welcher dann vor meiner Frontscheibe weht. Und ich fahre mit 80 km/h rein, ist meine Frontscheibe nämlich kaputt. Also ich muss ganz klar sagen, für mich ist Nordwest Namibia, sprich Damaraland, Kaokofeld, ein absoluter Knaller. Das ist, könnte sich zu einem meiner großen Lieblinge entwickeln. Das ist so spektakulär, da fehlen mir irgendwie die Worte. Also, brutal. Guck mal da runter, da muss ich jetzt, fahre ich gleich wieder irgendwo ab und kann mich da durch diese Canyons bringen. Ich habe aber nicht mehr so viel Wasser. Aber noch genug Sprit. Dann kann man zwar nicht trinken, aber wir haben noch Bier. Wir das ist natürlich das schlagende Argument. Wir machen gleich mal Wasserkontrolle und dann werden wir entscheiden, wie die nächste Abenteuerrunde aussieht. Hier kreuzen wir gleich das Flussbett des Huaps. Da sind wir schon mal gefahren. Und zwar von Anfang bis zum Ende mit unseren Esten. Das war nach dem wunderbaren Desolation Valley, was ja auch echt schön war. Diese Hochebenen mit den goldgelben Feldern. Und hier haben wir diese Piste mal gekreuzt. Da steht's. Huap. So, dann habe ich schon wieder eine gute Idee. Ich wusste. Da wir ja jetzt wirklich schauen wollen, ob wir nochmal den Huap entlang fahren, der war so schön, müssen wir nochmal definitiv unsere Wasservorräte kontrollieren. Und das passiert am besten, nicht weil das der Serene duscht. Ne? Jetzt haben wir das gestern auch gemacht. Wir haben beide gestern geduscht. Weil ich dachte, wir gehen heute auf den Campingplatz und wir hätten noch so viel Wasser. Ah, wir sind immer so wandelhaft, nee, sprunghaft, sagt man. Erstmal den Schlauch entheddern und vor allem müssen wir den, glaube ich, erstmal entstauben innen drin. So, jetzt klemmen wir hier vorne an unseren Tank an. So, der ist dran. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Druckluft. So, jetzt kann ich mal demonstrieren, wie das hier funktioniert. 3, 2, 1, Feuer frei. Achso, vielleicht will ich ein Haar noch aufdrehen.
aus dem Moab, rein in den Moab. Das Schöne ist, wenn man von der anderen Seite hier in so einen Fluss reinfährt, sieht immer wieder alles ganz anders aus. Es hat gesagt, wenn wir uns festfahren, wäre es mein Problem. Ja. Ich habe mich festgefahren. Ich möchte sagen, zum vierten Mal in diesem, bei diesem Trip. Gewonnen! Diesen Humor werde ich nie verstehen. Ich wollte ja gerade eine Schaufel holen, ich darf nicht. Ach so, ich dachte, du wolltest Mittagsschlaf machen gehen. So ist er zu mir. Da habe ich, also da muss ich auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich sage, dann lass mir doch die Ruhe und schaufel selbst. Bitteschön. Jetzt mache ich ganz entspannt, gucke ich dir ein bisschen zu. So. Wie du das alles machst. Jetzt muss ich mal was sagen. Da nimmt man seine Frau ernst und dann ist es auch nicht richtig. Sie hat eben gesagt, ich lege mich jetzt nach hinten, mache einen Mittagsschlaf. Während ich hier schaufeln muss, weil sie vorher gesagt hat, wenn ich uns festfahre, darf ich es auch ausbaden. Und jetzt gehe ich davon aus, dass sie Mittagsschlaf macht, weil ich sie jetzt ernst nehme. Jetzt meckert er richtig. Und jetzt macht sie hier auf mir rum. Der meckert gerade richtig. Ja, 2,3 Bar. So 1,7 ist bestimmt super Luftdruck. Das stimmt. Vor allem wie liebevoll er das macht. Ja, so wie ich mit dir umgehe, gehe ich mit jeder Situation um. Und wer seine Frau richtig liebt, der schafft es nämlich auch, die Frau zu motivieren. Das hat gerade aufgehört zu schaufeln. Ich wollte gerade sagen, der schafft es, sie zu motivieren zu schaufeln. Du musst das jetzt auch weitermachen und vorführen für die Kamera. Ah, dafür war ich. Genau, so, guck. Und wer mir ein Beruhigungsmittel für solche Situationen spendieren möchte, kann dies gerne ab sofort auf unserem PayPal-Account tun. Der Link dafür steht in der Videobeschreibung oder auch in der Bio. Ganz herzlichen Dank dafür. Jetzt schippt da auch mal ein bisschen. Pseudo. Versuch, ich fahre raus, der Erste. Moment mal, was gibt denn das jetzt? Die ist ganz entspannt, der Boden ist schön warm, bestimmt gut für den Rücken, fühlt die sich wohl und ich darf weiter schaufeln. Aber ich glaube tatsächlich, das könnte heute sogar mal einen Fall für die Sandbleche geben, weil ich natürlich ganz clever hier in so eine Kuhle reingefahren bin. Das macht der Profi eigentlich nicht. Aber ich war ausreichend überheblich und dachte, das geht ja locker durch. Oh, hätte ich ja das mal gesagt. Ja, Ehrlichkeit wird bei uns auch belohnt. Da gibt es sogar einen kleinen Applaus dafür. Neu erworbene Schaufel. Der Sand ist aber echt ultra weich hier. Der Herr Sicherheitsbeauftragte hat nämlich die Sandbleche gesichert. Deswegen hat er aber jetzt noch welche. Vorne oder hinten? Ich entscheide mich jetzt, die Sandbleche nach hinten zu machen. Wenn ich nicht so faul wäre, würde ich alle vier nehmen. Zwei hinten, zwei vorne. Dann wäre es kein Thema. Aber jetzt erstmal nach hinten. Warum? Weil er hinten so schwer ist und schon mit der Achse im Sand hängt. Und dann wird er gleich... Wenn er vorne von den Blechen wieder runter ist, wird er hinten wieder versinken. Deswegen probiere ich so ein bisschen mehr Schwung zu holen. Wichtig ist aber bei der Sandblechnutzung, kleiner technischer Exkurs, schön flache Rampenwinkel sich schaufeln.
auch wenn es keinen Spaß macht. Das sagt er jetzt so. Und vor allen Dingen das Rad hinten möglichst tief untergraben. Das Rad möglichst tief untergraben, damit man das Sandbett schon so ein bisschen unter das Rad schieben kann. Weil oftmals kommen die Räder sonst gar nicht erst aufs Blech drauf. Perfekte Rahmenbedingungen für ein Tutorial, wie schaffe ich mich aus dem Sand. Schöner Wind. Ich hoffe, man kann das sehen. Der Profi arbeitet mit geschlossenen Augen. Blind kann er sein Auto freischaufeln. Ist immer so schön, unterm Auto verwirbelt sich das in solchen Situationen so gerne. Deswegen spricht es gerade nicht so viel. Warum denn nicht, René? Du hast doch so einen Spaß hier. Oh, Entschuldigung. Der hört gerade ein bisschen auf. Weil das größte Problem ist, dass ich sehr sicher bin, dass es mit den zwei Sandblechen nicht reicht. Klappe, die zweite. Und wer jetzt glaubt, was ne, dem kann ich nur sagen, ja, der hat sich noch nie im Schlamm festgefahren. Oh, das stimmt. Trotzdem. Weil Sand ist zwar nervig, aber es bleibt reine Fleißarbeit. Warum steckst du die Bleche so rum und nicht andersrum rein? Weil die Bleche abgeschnitten sind und da drüben ist die Griffkante oben von diesen Löchern schon früher am Rad, damit das Rad auch greift und das Blech quasi mitzieht. Die richtig klugen Jungs machen ja, während sie draußen im Sand schippen und noch so ein Wind weht, machen die Fenster und die Türen zu, damit nicht alles hier dermaßen einsaut. Unglaublich clever von mir. Ich möchte dazu sagen, mein Fenster war zu. Klappe, die dritte. Ich bin ja echt fein raus. Ich habe die Kamera eben wieder weggetan, weil ich ihm eigentlich wieder helfen wollte, aber ich soll kein Film. Ich will, dass die Wahrheit zutage kommt. Die Männer müssen schaffen, die Frauen stehen rum. Wasser, Wasser! Ihr merkt aber schon, wie schwer es ist, ihn immer oder auch nur manchmal ernst zu nehmen, oder? Was ich ja noch erwähnen wollte, wenn das jetzt alles noch nicht geklappt hätte, hätte man entweder seine zweiten Sandbleche nehmen können oder man hätte einfach noch mal deutlich mehr Luft abgelassen, weil das macht eigentlich am meisten aus. Fertig! Ich bin hier wie gekalkt. Aber ja, wer ordentlich schaufelt, dessen persönliche Assistentin macht er danach auch sauber zur Belohnung. So schlecht ist mein Leben nicht. Ich finde, er beugt sich diesmal ganz schön weit aus dem Fenster. Ich bin halt ein mutiger Typ. Ich mach jetzt mal aus. Ich bin klebrig, ich bin sandig, ich bin geschwitzt, hier ist alles, ich bin wie paniert, ich fühle mich eklig. Und nebendran, die lacht da noch.
Ich lach langsam ehrlich nicht mehr. Jetzt mal ganz ernsthaft. Weil es ist wieder so. Wer wollte denn hier oben reinfahren? Komm, fahr einfach geradeaus. Da ist nichts Großartiges. Ja, es war ein goldgelbes Kornfeld. Na, schön war es schon. Ja, aber das... Das war ja auch nicht geplant. Ja. Deswegen bin ich jetzt auch mal ungeplant still. Ist meistens nicht geplant. Ich schwitze auch. Ich habe mir gestern die Haare gewaschen. Nach weiß ich nicht wie vielen Tagen habe ich es mir gegönnt. Was ist? Alles voller Sand. Alles. Zwischen den Zähnen habe ich es auch. Ich habe nicht nur Haare auf den Zähnen, jetzt habe ich auch noch Sand. Wir wechseln vom Huab in den Aberhuab und damit auch wieder eine Landschaftsform. Wir befinden uns auf einem Pad, der nirgendwo verzeichnet ist. Auf meiner African Tracks Karte nicht, auf unserer digitalen hier nicht. René fährt und wartet die ganze Zeit auf das Tal mit den Dinosauriern. Jetzt aber. Jetzt kommen die Dinosaurier. Nein, kamen sie nicht. Und so schicken wir unser kleines Fluggerät auf die Suche nach ihnen und schaut euch nur dieses vergessene Tal an. Da würde ich mich auch an ihrer Stelle verstecken, um bloß nicht entdeckt zu werden. Vorbereitungen für unser Abendessen laufen. Heute gibt es Brei, südafrikanisches Brei, namibisches Brei. Dazu wird erst einmal ein Loch ausgehoben. Also es wird jetzt hier das Feuerholz aufgeschichtet. Ich bereite das jetzt gleich mal vor. Ich habe ihn gerade ermahnt, dass er laut und deutlich sprechen soll. Wir sitzen hier, um ein bisschen über unser Sein zu erzählen, ganz kurz. Wir müssen in 2 Wochen wieder mal für eine kurze Arbeitspause nach Deutschland zurück. Unser Tembo wartet wieder in Windhoek. Wir haben das nochmal umgebucht, weil wir das mit der Regenzeit hier unten besser aushalten können. Wenn wir im Frühjahr nämlich hier unterwegs sind, ist Namibia und Südafrika ein bisschen trockener als der eigentlich vorgehabte Sambia- oder Simbabwe-Teil. Da ist Land unter in dieser Zeit und deswegen haben wir uns entschieden, doch nochmal hier in Windhoek zu storagen. Unsere Reisepläne ändern sich dadurch ein bisschen. Wir haben aber auch gelernt, jetzt ein bisschen mehr mit Gleichmut zu leben, mehr Ruhe zu leben, mehr das Leben zu genießen, nicht nur zu reisen und zu rennen. Wir haben ganz, ganz deutlich beide gemerkt, bin ich froh, dass ich nicht nur alleine das mache, zu viel Abenteuer am Stück muss irgendwie verarbeitet werden. Wir brauchen Pausen zwischendrin. Weil das dauerhafte Reisen ist ja immer irgendwie, so wie wir es halt betreiben, doch immer recht abenteuerlich. Es ist immer sehr, mit einer gewissen Unruhe verbunden. Es ist traumhaft schön,
aber dadurch halt auch ein bisschen anstrengend. Jeder, der schon mal lange unterwegs war, kann das, glaube ich, nachvollziehen. Zu Hause bist du am Arbeiten, in deiner Routine mit Sport, Familie, Freunde, alles ist sehr vertraut. Wir haben jeden Tag Neues, jeden Tag, auch wenn es für andere lapidar klingt. Wir müssen uns um einen Nachtplatz kümmern, wir müssen uns um Nahrung kümmern, wir müssen uns um Wasser kümmern, haben wir genug Strom? Und das müssen wir jeden Tag an unbekannten Orten machen. Und das ist etwas, was körperlich und mental, wenn man das so sagen darf, durchaus anstrengend ist. Deswegen finde ich, darf man das Wort mal in den Mund nehmen. Grundsätzlich kann man nur sagen, also unsere letzten 3 Monate hier in Namibia waren sehr, sehr schön. Also gerade der Nordwesten Namibias ist für mich persönlich ein absoluter Leckerbissen. Kaokofeld und Damaraland. Im Moment befinden wir uns im Damaraland. Das ist die Region, die uns bis jetzt vom Sockel reißt. Man kommt über einen kleinen Pass, über einen Hügel, fährt wieder in ein Tal hinein, sieht plötzlich Tiere, die Tage wilde, lebende Nashörner. Das kann man sich kaum vorstellen, wenn dann so ein wild lebendes Nashorn in freier Wildbahn gefühlt vor der Nase steht. Gefühlt von Auge zu Auge. Ich muss mal hier nochmal im Essen gucken. Ein bisschen aufarbeiten. So, ja genau. Jetzt mache ich auch mal Feierabend und kümmere mich mal ums Grillen, damit wir noch was zu essen kriegen. So, Job gemacht. Das Fleisch ist auf dem Grill. Und damit beenden wir auch die heutige Episode und möchten euch für euer reichhaltiges Feedback auf unsere Filme herzlich danken. Die Kommunikation mit euch macht uns großen Spaß, auch wenn wir nicht immer sofort antworten können. Empfehlt uns weiter und wenn ihr das noch nicht habt, lasst uns ein Abo da. Das unterstützt und hilft uns enorm. Wir sehen uns nächste Woche, wie gewohnt, immer wieder sonntags um 11 Uhr. Bis dahin habt eine gesunde und schöne Woche. Danke und bye bye.